Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und ich begrüße euch im LS22 in Rebach. Und ja, wie ihr seht, es ist August immer noch und es ist für mich die erste Folge seit 3 Wochen oder so, keine Ahnung. Ich habe ja eine kleine Urlaubspause eingelegt, dieses Jahr ein bisschen später, aber ich hatte keine Lust mehr im Sommer in den Urlaub zu fliegen und deswegen waren wir ja jetzt im Oktober 2 Wochen weg und ja, ich bin jetzt fresh zurück. Ihr habt es gar nicht gemerkt vermutlich, weil ja, Folgen trotzdem kamen. Ich war ja vorher recht fleißig, um da schön aufzuzeichnen. Ich habe allerdings relativ wenig Plan. Wow, Freundchen, ich weiß, du hast Vorfahrt, aber ich bin der Boss. Genau, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich habe mir jetzt kurz vor 5 Minuten, habe ich jetzt hier eingeloggt, habe mir einen kleinen Überblick verschafft und wir werden jetzt klotzen. Wir werden jetzt hier nicht großartig labern, was jetzt hier, also labern werden wir trotzdem, aber wir werden jetzt hier nicht großartig irgendwie stundenlang rumphilosophieren, sondern es steht ein bisschen was an. Ich habe jetzt hier nichts weiter vorbereitet, sondern wir machen hier eine ganz, ganz stinknormale, richtig schön oldschool langweilige Progress-Folge. Das heißt, wir werden hier einfach nur unsere Feldarbeiten, unsere Hofarbeiten durchziehen. Und damit wird es dann, denke ich, auch gut sein. Aber da ist allerhand zu tun. Und mal gucken, ob wir es noch schaffen. Ich will das eine Feld noch mulchen. Aber vermutlich machen wir das erst im September. Ich werde jetzt nur mal schnell kalken. Das ist jetzt der Plan. Und dafür müssen wir den Kalk jetzt erstmal holen. Der ist hier oben noch in der Agrarproduktion. Und jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, ob das hier ging. Ich glaube, mit vorwärts reinfahren und dem ganzen Kram ging das schon irgendwie, ne? Ja, sieht ganz gut aus. Ich komme bloß nicht durch wegen den hinteren Teilen. Hier ist eh nicht mehr viel drin, genau, 10.000 Liter. Das passt aber, denke ich. Ich hoffe, wir brauchen jetzt nicht viel mehr Kalk. Ich werde hier in der Produktion sehr wahrscheinlich nichts mehr in Richtung Kalk machen. Was wir hier machen werden noch, ist erstmal die Interaktionsmarkierung wieder einblenden. Dann einmal hier ins Menü rein switchen und nochmal kurz die Lage checken. Also wir brauchen theoretisch nochmal Silage. Ne? Das war hier die Mischration, die will ich hier rausbekommen. Ich will das Ding einmal komplett durchlaufen lassen. Das heißt, hier wird es nochmal... Können natürlich auch den restlichen Kram einmal holen, ne? Naja, okay. Das überlege ich mir mal noch. Jetzt lassen wir es erstmal so. Also, Grasfeld wird jetzt noch schnell gekalkt. Das andere Feld muss auch gekalkt werden. Und dann, wie gesagt, gemulcht werden. Und dann haben wir gesagt, dass wir da nächsten Monat Weizen ansehen wollen. Das ist jetzt so erstmal der grobe Plan. Ich werde jetzt... Hier denke ich nicht mehr viel großartig skippen. Das heißt, wir werden hier einfach runterspielen, so wie es ist. Und das noch genießen. Wir haben ja jetzt noch knapp einen Monat, den wir hier irgendwie voll bekommen. Wenn ich grob rechne, sind das etwa noch 12 Folgen. Vielleicht auch noch 2, 3 mehr. Ich weiß gar nicht, wo wir uns aktuell gerade befinden. Ich glaube, irgendwo um die 72. Könnte sein, ne? Das heißt, das wird dennoch mein längstes Let's Play, was ich je gespielt habe. Aber das ist ja cool. Und ich hoffe mir, dass wir in der Zeit es schaffen. Wir werden ja auf alle Fälle noch einmal im Januar verkaufen. Uns noch 2 oder 3 Felder zu kaufen. Wir werden jetzt nicht mehr, also wir werden klar noch die Geräte investieren, wo ich gesagt habe, da möchte ich noch Geld investieren. Aber, ja, also es wird jetzt nicht mehr großartig fancy Stuff kommen mit irgendwie welchen total krassen Mods. Ich wünsche mir von euch, für denjenigen, die sich ein bisschen vielleicht schon mit dem neuen, mit der neuen Map auseinandergesetzt haben, die kommen wird, ganz gerne mal in den Kommentaren, was ihr euch denn für das neue Let's Play im November dann vorstellt. Ich werde jetzt erstmal gar nichts weiter dazu sagen. Ich bin tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen, was ich machen werde. Also es steht natürlich immer wieder zur Debatte, dass wir bei Null beginnen. Aber da ist immer der Punkt... Ich lösche mal kurz den Kurs. Was ist denn das Feld Null, ne? Kalken wollen wir hier, genau. Ist eigentlich... Spielt keine Rolle, aber passt schon so, genau. Es ist und bleibt natürlich ein Let's Play.
Das heißt, ich muss natürlich gucken, dass ich das Spiel irgendwie so spielen kann, dass man Progress macht. Und aber trotzdem natürlich, dass ich nicht zu viel Zeit reinstecke. Weil ich habe halt nur eine begrenzte Zeit. Ne, mir bringt es halt nichts, sage ich ja direkt immer gleich im Vornherein, ne? Wenn ich immer und immer wieder dieselben Steps habe. Und für diese Steps aber irgendwie 20 Stunden Spielzeit reinstecken musst, bis irgendwie was Neues passiert. Dann kommen wir ja nicht wirklich auf Content. Ich will schon immer ein bisschen vorwärts kommen. Das ist auch der Grund, warum wir hauptsächlich natürlich auch so spielen, wie wir spielen. Sprich mit Silage, mit Holz und so, dass wir ein bisschen vorwärts kommen, wenn wir schon bei Null beginnen. Andersrum betrachtet war natürlich die Old Stream Farm auch eine Map, wo... Ich habe ein bisschen einen Frosch im Hals hier gerade. Wo wir auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt haben, dass wir ein bisschen mehr Kohle wenigstens gemacht haben. Nee, es ist ja doppelter Umsatz. Und ich könnte mir schon vorstellen, ich muss glaube ich erstmal einen Schluck trinken, ja? So, besser. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir da irgendwie versuchen, das mit den Karotten und so zu machen. Aber ich habe momentan noch keinen Überblick darüber, habe mich aber auch ehrlich gesagt noch nicht so sehr damit beschäftigt, ob das nicht vielleicht sehr teuer wird. Nee, Quatsch. Ja doch, ja, die Gerätschaften. Und ob das sich überhaupt lohnt. Denn, also ich habe da Bock, ich will das auf alle Fälle irgendwie durchziehen, aber ich bin mir nicht sicher, das wird dann vermutlich nichts mit bei Null beginnen. Also nur in Kompromiss wieder mit Silage und Co. Und da weiß ich nicht, wie geil das ist. Denn ich glaube schon, dass man auch mal vielleicht noch mal ein bisschen was anders macht. Denn wir haben eigentlich immer denselben Kram mit den Tieren, mit dem Ganzen. Und ich will schon vielleicht mal ein bisschen was anders probieren. Aber schreibt es mir mal in die Kommentare. Wenn wir bei Null beginnen, denke ich, werden wir nicht viele Experimente machen, sondern dann müssen wir so starten, wie wir immer starten. Mir macht es trotzdem Spaß, ne? Also ganz ohne Frage, weil es vor allem vom Budget her immer gut funktioniert. Ich weiß auch noch nicht, ob wir dann wieder mit Lease to Own spielen oder ob wir dann vielleicht sagen, ne? Also man könnte ja sagen, dann macht man es einfach so, wie man es sonst macht, mit Lease to Own, auf schwer mit den ganzen Sachen, dann kann man sich ja trotzdem vom Prinzip her alles leisten, weil man ja nur die Miete bezahlt, dann wird es ein bisschen knüppelhart, aber trotzdem cool, oder halt eben mittlerer Schwierigkeitsgrad, also ich tendiere da echt so ein bisschen noch hin und her und bin mir da noch relativ unsicher, wie wir es letzten Endes machen werden. Also das stelle ich jetzt mal wirklich noch ein bisschen so als offen hin. So. Während er hier macht, ne, können wir mal eine Sache auf alle Fälle noch machen. Ich werde mal drüben, muss ich noch zwei, drei Paletten hin und her fahren. Das werden wir als allererstes noch mit tun mit dem hier. Und dann können wir uns zumindest schon mal einen Mulcher holen. Ich denke, den würde ich mir gleich kaufen. Den brauchen wir aber kurz oder lang eh. So, hier brauchen wir aber das nicht. Und genau, aber erstmal jetzt noch schnell die Stoffpaletten hin und her fahren. Die wir jetzt hier hinten bei den Schafen noch rumstehen haben. So, genau, einmal hier. Ich glaube, die hinterste, die können wir einfach ranschieben und dann nehmen wir die mit der anderen zusammen. Na, bin ich ein bisschen... Wird das was? Sieht ein bisschen komisch aus. Ah ja, passt schon. So, dann können wir die nämlich erstmal hier wieder füttern. So sieht das gut aus. Das wird auf jeden Fall spannend. Dann auch nochmal im April bin ich wirklich neugierig, wie viel wir dann damit letzten Endes auch machen unterm Strich. Ein bisschen Umsatz wird es schon werden, denke ich. Nee, andersrum. So. Ah, das ist knapp da vorne an der Ecke, aber ich denke, es wird schon passen.
So, sehr schön. Oh, die eine wieder ein bisschen hoch. Weg ist sie. Sehr gut, hat man das erledigt. So, und jetzt brauchen wir, nehmen wir einfach ihn hier. Aber ich glaube, das Ausschmücken hier, dann alles wieder hübsch machen und so, das wird auch nochmal irgendwie eine Folge werden. Und dann werden wir jetzt mal ganz kurz noch nach einem Mulcher schauen. Ist hier noch irgendwas im Angebot, was richtig cool war? Nee, nicht so richtig, ne? Also heißt wirklich einfach mal noch Mulcher, Mulcher, Mulcher. Da oben. Und ich bild mir ein, da gab es auch, genau, da gab es von dem Horsepack. Boah, 12,2 Meter, 240 PS, 9 Meter, 6 Meter, 6 Meter. Das sind die Klassiker, die wir immer haben. Das ist nochmal 9 Meter auf 150 PS. Das ist die Lizard Katrina Mod, ne? Den Körner Mod gibt's auch. Ich bin ja ein bisschen... Ich finde ja so ein Horsch finde ich ja ganz geil, ne? Er braucht halt ein bisschen was an PS. Ich würde mir hier, glaube ich, nicht den ganz großen holen. Ich würde mir, glaube ich, den hier gönnen. Genau, der braucht auch wieder ein bisschen Gewicht und den können wir auch nur mit dem Großen fahren. Zusatzgewicht. Ja, ich denke, kann man schon mitnehmen. Keine Ahnung, ob das jetzt viel bringt, aber wir machen es einfach mal. Okay, und den kriegen wir aber, wie gesagt, nur mit dem Kollegen hier dann gestartet. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal nicht viel großartig machen. Wir werden den jetzt hier fertig kalken lassen. Da muss auch das andere Feld theoretisch dann kalken, ne? Auf dem hier sieht es eben dann gut aus. Wenn wir jetzt den Kalk drauf haben, dann ist das Feld hier erstmal geklärt. Dann werden wir hier im Oktober nochmal abmähen. Ich werde sehr wahrscheinlich unser Mähwerk verkaufen. Und zu der Ballenpressengeschichte habe ich mir jetzt gedacht, wir werden den Wickler verkaufen und wir werden uns dann einfach noch die andere Ballenpresse dazu holen. Eine von denen hier. Die haben jetzt keinen Siliermitteltank, aber ich finde tatsächlich den Ballendreher spannend. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, das macht das Ding einfach leichter. Also ne, es ist jetzt nicht so total gravierend. Es gab da einige Optionen. Es gibt zum Beispiel, hat Ewok mir geschrieben, man kann auch, es gibt eine Mod, womit man den Wickler abschalten kann. Ich finde es aber, ja, ist, nee, ich glaube, wir machen es einfach mit den Zweien, weil das, dann haben wir einfach eine Ballenpresse da und die Ballenpresse, die macht ja 180er Ballen, von daher können wir die ja super für Grasballen verwenden. Die ist jetzt nicht so viel wert, ne? Selbst wenn wir die jetzt verkaufen, unterm Strich, dann bleibt man einfach dabei, holen uns jetzt eben noch so eine Fendt oder so, die können wir mit 150er Ballen betreiben, die macht ihre 17 km/h und damit ist alles schick, ne? Weil ansonsten sind wir in der Kombi mit den anderen Geräten jetzt auch nicht viel besser dran, ne? Ja, die Pöttinger Impress ist einfach so mein All-Time-Favorite, wenn es darum geht, nur eine Ballenpresse zu haben. Aber im Moment, ich glaube, das passt schon so. Da holen wir uns wahrscheinlich die hier. Ich denke, die sind eh auch von den Fahreigenschaften und allem identisch. Und dann wird das schon irgendwie passen. So, er ist fertig. Das finde ich gut. Das heißt, wir können zumindest schon mal, ich weiß halt nicht, ob wir mal Kalk auffüllen fahren wollen. Haben wir denn noch Steine hier rumliegen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich glaube, die haben wir alle mal hintergefahren zur Agrarproduktion. Da dürfte eigentlich nichts mehr hier rumliegen. Genau, das haben wir alles mal aufgesackt, ne? Und dann haben wir das hintergefahren und dann haben wir das da weiterverarbeitet, wenn ich mich recht erinnere. Und da dürfte aber meines Erachtens nach nichts mehr liegen. Genau, Steine ist leer. Und da sollten wir auch generell nichts mehr haben. Wir gucken mal hier in die Bestandsprüfung. Nö, da ist nichts mehr da. So, das passt. Also das heißt, wir werden ja jetzt keine neuen Steine ranholen können. Ne? Wir müssen irgendwie damit klar, also wir werden uns wahrscheinlich einfach dann Kalk kaufen und dann passt das schon. Und dann können wir das Feld hier hinten dann auch nochmal kalken. Und
gut ist. Genau. Also wir können mit dem schon mal vorfahren, denn die 4000 Liter, die werden einfach nicht für das ganze Feld reichen. Ich denke, da müssen wir den einmal komplett voll machen. So, mal reinschauen. Ich glaube, 12.000 oder so gehen hier rein, ne? Genau. Aber erstmal eine Runde pennen. Heißt, erstmal zum Häuschen, bis in den September schlafen und dann geht's da weiter. So, park mal ihn hier kurz am Hof. Bin ich hier wieder ein Move hier. Ja, das wäre, wenn man den Gedanken wieder bei 20.000 anderen Dingen noch mit drin hängt. Ah, den Steinsammler hier haben wir uns tatsächlich gekauft gehabt, ne? Also das heißt, wir hätten theoretisch eine Steinsammelquelle. Die werden wir dann nutzen, wenn wir die neuen Felder kaufen. Denn die müssen wir auf alle Fälle dann nochmal behandeln. Ich werde jetzt mal die Kohle hier schnell wieder zurückgeben. Ja, wir müssen ja nicht unnötig Kreditzinsen produzieren. Und dann hauen wir uns, wie gesagt, hin. Und dann schauen wir im nächsten Monat einfach einmal weiter. Mal gucken, vielleicht gibt es ja wieder ein schönes Schnäppchen irgendwie im Shop. So. Warten, hier geht nicht. Ich kann nicht schlafen. Irgendwie ist unser Trigger hier gerade. Da ist er. Okay. Ich glaube, auch da hat es ein bisschen das Land angehoben. Okay, wir haben Tiere verkauft. Haben wieder ein bisschen Geld gemacht, genau. Und haben jetzt nicht wirklich viele tolle Sachen im Angebot, aber okay, ist halt wie es ist. Ich würde sagen, wir machen trotzdem einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Das heißt, ich werde jetzt hier einmal Kalk kaufen. Müssen wir jetzt bloß mal überlegen, ne? Wie viel werden wir jetzt brauchen, Kalk? 2000 Liter haben wir hier drin. Wir kaufen jetzt mal 4 so eine Säcke. Genau, für 1,4. Und das sollte eigentlich fast hier reingehen. Aber wir können es hier auch stehen lassen, denn das werden wir mit dem Massey Ferguson sehr wahrscheinlich machen, denn mit ihm hier müssen wir mulchen. Und da brauche ich aber auch noch ein Gewicht, ne? Und das müsste, wo steht denn ein Gewicht rum? Fallen mir jetzt spontan zwei Ecken ein, wo ich es hingestellt haben könnte. Beziehungsweise drei oder hier ist eins, das können wir nehmen. Das sieht gut aus. Nehmen wir das mal mit und dann können wir uns mal hinten auf das Feld stürzen. Bei bestem Herbstwetter. Mal hinter. Wow, 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 wow. So, einmal aufs Feld, einmal den Kollegen ausklappen. Und dann müssen wir mal gucken. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das gemütlich jetzt hier noch zusammen machen. Das heißt, einmal den Kollegen absenken. Nee, nicht das Gewicht. Sondern das hier, genau. Genau. Und dann geht's einmal rüber. Und dann können wir das hier jetzt einmal richtig schön durchmulchen.
Und das Unkraut gleich mal mit weghauen. Ja, ich weiß gar nicht, ne? Also sonst ist ja immer so diese Kombination, die wir ja in Spruce Mountain Farms hatten. Das war ja die mit Mulcher und dann dem Grubber hinten dran, ne? Die ging ja auch ganz gut. Aber dadurch, dass wir jetzt hier direkt Saab haben, haben wir ja nicht wirklich einen Nutzen davon, ne? Von daher ist das schon eigentlich eine ganz coole Sache, so wie es hier ist. Und ich denke, mit 9 Metern kommen wir schon ganz gut zu Rande, wenn wir das dann eben mit Crossplay laufen lassen. Dann geht es ja auch wiederum ein bisschen schneller und da muss ich mich dann nicht wirklich drum kümmern. Aber ihr seht ja, ne? Immer ja ruckzuck machen wir hier Meter. Ja, und da werden wir uns dann eben für den Rest des Let's Plays tatsächlich nochmal ein bisschen auf die restlichen Felder konzentrieren, die wir jetzt hier irgendwie noch mit uns dazu kaufen. Das wird, denke ich, problemlos passen, sobald wir die Hackschnitzel verkaufen können. Ne, wir haben ja doch einiges, was jetzt noch an Umsatz dazukommt. Wir verkaufen den Käse, wir verkaufen die Eier, wir verkaufen die Hackschnitzel. Wir haben die Silage, die in der BGA läuft. Wir haben die Kleidung, die dann im April läuft. Also da bin ich echt mal gespannt, was da nächstes Jahr noch bei rumkommt. Und ihr seht, ich habe da im Übrigen noch ein zweites Hackschnitzellager jetzt dazu gebaut. Das habe ich da jetzt einfach nur stumpf daneben gestellt. Das können wir noch befüllen. Und ja, Bäume müssen wir auf jeden Fall auch noch pflanzen. So. Ah, hier die letzte Ecke, das können wir hier noch frei Schnauze fahren. So. Erste Bahn durch. Ja, und September heißt ja auch, dass wir hier gleich noch ansehen können. Ne? Das heißt, wir können das Feld falken. Können direkt danach gleich ansehen. Und dann noch im nächsten Step walzen. Ne? Eigentlich schon eine ganz geile Sache. Ich werde den mal jetzt hier auf Automatik schicken. Ne? Das heißt, wir nehmen einfach den Standardhelfer. Dann werden wir uns jetzt hier den Kollegen schnappen. Werden uns den Kralker holen, den ich jetzt hier noch stehen habe, genau. Einen guten Kalkstreuer. Ich sehe gar nichts. So, genau. Einmal bitte voll machen. Ja, ich denke, das sollte sich gut ausgehen mit den 4 Säcken. Na, geht doch noch ein bisschen mehr als 12.000 Liter rein, aber ich traue mich jetzt nicht noch einen anderen Sack drauf zu schmeißen. Vielleicht sind es auch 14.000 Liter und ich denke, das reicht aber auch so. Rechts rum, Schild mit wegmähen. Ich glaube, das fällt hier in der Mitte. Das wird, glaube ich, das nächste. Ich weiß gar nicht, was da aktuell drauf ist. Da können wir gleich nochmal einfach mal reinschielen. Das ist aktuell über das Klaus und da sind Zuckerrüben drauf. Zuckerrüben, bin ich ehrlich, habe ich jetzt nicht so sehr viel Bock drauf, die abzuernten. Von daher... Keine Ahnung, wann sind denn Zuckerrüben ready? Der wird die ja dann irgendwann auch abernten. Zuckerrüben werden im November geerntet. Also da wird dann nochmal spannend, was er dann damit macht mit dem Feld. Ob das dann brach liegt bis zum nächsten Jahr.
Habe ich echt keine Ahnung. So, wie sieht's da aus? Der lenkt gerade um, macht gerade die nächste Spur, ne? Haben wir hierfür schon einen Kurs angelegt fürs... Was ist denn das? Wald Süd, Feld 4? Können wir eigentlich den Düngekurs nehmen, ne? Ist das der hier? So, das ist hier, ne? Erster Wegpunkt. Check. Genau, machen wir ihn so. Und dann switchen wir wieder zurück und machen jetzt mit dem hier einfach weiter. Ah, kriegt er das noch gut hin? Aber natürlich ein bisschen, ne? Der Cosplay-Helfer hat nicht ganz so viel... Das ist jetzt, glaube ich, beim Mulchen auch nicht so dramatisch, wenn da jetzt zwei Ecken stehen bleiben. Aber es sieht noch ganz gut aus. Lass uns mal die Kurve hier nehmen. Dass wir ein bisschen für den Kollegen hintenrum mehr Platz lassen. Ah, wobei, der mehrt da schon drüber. Jo, der wird uns jetzt direkt hier in die Quere fahren. Lass mal ihn hier einmal vorbeizischen und dann machen wir den Rest weiter. Wird ja dann eh gleich angesehen, dann ist die Struktur auch wieder weg. So. Naja, das sehen wir hier jetzt ganz gut. Da wird direkt gleich der Kalk wieder, verschwindet gleich wieder. Dann können wir eben, wie gesagt, wenn der andere fertig ist, noch welche Seemaschine haben wir denn eigentlich? Nämlich das, Moment. Da hatten wir uns doch auch was Schickes gekauft, wenn ich mich recht erinnere. Seetechnik. Nee, Moment, das ist nicht das, was uns gehört. Was uns gehört, das finden wir hier. Genau, da haben wir die Horsch, die 12 Meter Seemaschine. Die können wir auch bloß mit dem großen Deutz hier fahren. Aber das passt ja. Und da werden wir einmal vordüngen wieder mit Gülle oder mit Gärresten. Ja, sehr schön. Das ging jetzt auch recht flott, finde ich. Also es hat jetzt nicht zu lange gedauert. Ich gucke gerade mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben ja vorher noch ein paar Steps gemacht. Von daher passt das schon. Also das heißt, Viertelstunde hier ist das Ding erledigt. Können wir direkt, wie gesagt, den Gärreste hier draufhauen und dann mit der Direktsaat noch den Rest zudüngen. So, einmal zusammenklappen bitte. Frage ist jetzt nur, Mulcher, wo stellt man den hin? Eigentlich können wir auch hier wiederum nur... hier oben in die Halle reingehen. Oder ihn hier hin parken. Hier hätten wir ja jetzt aktuell auch noch ein bisschen Platz, ne? Stell man erstmal hier rein. Ich bin mir gerade unsicher, wie viel Platz. Wird ja hier jetzt erstmal kein, genau. Wow. So, da steht er. Genau, dann einmal bitte Gärreste holen. Die stehen noch direkt an der BGA. Ach, können wir ein bisschen das Wetter noch genießen? Ich weiß ja, den einen oder anderen stört das immer, wenn es regnet. Ich bin ein bisschen gemein, oder? Ja, mit meinen Aussagen dann. Die ist wirklich nicht böse gemeint. Ich will auch nicht über irgendjemand herziehen. Ist alles gut.
Aber es gehört halt dazu, ne? Ich kann es mir halt nicht raussuchen. Regen ist halt nun mal Bestandteil des Spiels. Ja? Können wir ja mal Licht anmachen, damit es ein bisschen heller ist. Aber es sieht irgendwie richtig kacke aus, wenn wir hier am helllichten Tag mit Licht fahren, finde ich. Ich finde, wenn das ein bisschen dunkler ist, ist das auch nicht schlimm. So, und dann können wir auch wieder richtig schön in die Spur hier gehen. Nee, das ist tatsächlich nicht der richtige Kurs, genau. So sieht es besser aus, ne? Dann können wir das hier schön leer schwuzen. Ah, sieht das schick aus. Danach drüber, danach ansehen und dann drüber walzen und dann haben wir hier ein richtig, richtig schickes Feld. Rohgewände machen wir schnell selber. Gucken wir mal. Mal gucken, ob wir das Feld hier fertig kriegen. Wir sind jetzt bei 31 Minuten, wird halt eine etwas längere Folge. Machen wir hier das Feld mal im Schnelldurchgang. Einmal alles bitte. Muss auch mal wieder sein. Nachdem ich ja jetzt, wie gesagt, knapp 3 Wochen überhaupt keine Farmarbeit gemacht habe, keine Feldarbeit gemacht habe. Aber wie gesagt, die Pause tat mir auch tatsächlich mal ein bisschen gut. Ich bin auch im Moment gerade, ich würde sagen, vom Mut her, von meiner Stimmung her, so in Richtung gechillt. Ich habe ja jetzt, habt ihr ja sicherlich gesehen auf dem Kanal, zum Thema Pioneers of Pagonia ein kleines Let's Play aufgezeichnet. Let's Play, Let's Test von dieser Demo ist wirklich, also ein richtig, richtig schönes Spiel und hat mich direkt gefesselt und ich könnte direkt weiter daddeln, aber Ding ist halt, ne, es ist ja halt noch nicht fertig und wow, Moment, das ist nicht so die richtige Spur, ne? Wir wollen ein Stück weiter links, rechts meine ich. Fährt denn er hier? Macht gerade keinen Sinn so richtig, was du hier fabrizierst, Freundchen. Der will andersrum fahren. Guck mal, wie er die Spur hier auslegt. Völlig falsch. Er will einmal darüber. Das will ich aber nicht. Genau, ich will hier hin. So, und die fahren wir jetzt weiter. Also sieht es doch ein bisschen besser aus. Nee, und da hat es mich tatsächlich ein bisschen gefesselt. Da habe ich dann auch mal wieder ein altes Spiel ausgepackt und habe da gerade nebenbei noch ein bisschen gedaddelt. Ich freue mich auf alle Fälle sehr, wenn wir im Dezember dann ja mit ein bisschen mehr Content das ganze Ding in den Early Access geht. Und ich hoffe, es ist dann schon genug Content, dass es sich lohnt, da auch richtig durchzustarten, um vielleicht ein etwas größeres Let's Play zu haben. Ich freue mich auch sehr, wenn dann jetzt, ist denn das, ich glaube, nächste Woche, übernächste Woche irgendwann jetzt die Skylines 2 kommt. Das wird auch sehr, 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 sehr schön. So. Moment, wir müssen am besten so rum hier, ne? So rum gemütlich einlenken, genau. Dann kommen wir ganz gut rum. Und ihn hier müssen wir bloß irgendwie ein bisschen hier vom Gleis bekommen. AKA vom Feld. Mit dem kann man jetzt gar nicht so sehr viel machen, ne? Auch das Ansehen und so, das muss dann alles, also klar, die Gülle, die könnte man jetzt hier, die Gäreste könnte man jetzt getrost eigentlich auch mit dem Messer Ferguson machen. Ich glaube, das Fass braucht ja gar nicht so viel Leistung, aber jetzt haben wir das hier einmal und ziehen das ja eh größtenteils selber jetzt durch. Das spielt jetzt für mich auch keine so sehr große Rolle. So. Und dann geht es gleich hier mal in die nächste Spur. Und hier müssen wir jetzt auf alle Fälle nochmal. Nee, das ist nicht der Plan. So rum.
Das reicht locker. Wir müssen eh drei Spuren fahren. Genau, und der Dünger hier, der ist gleich alle im Fass. Aber wir haben ja glücklicherweise das Feldrand, den Feldrandcontainer noch hier rumstehen. Da können wir gleich nochmal auffüllen. Nochmal einmal hier kurzerhand einen kleinen Dreher. Einmal ran. Einmal auffüllen. Wie viel Wärme noch brauchen? Das sind jetzt noch zwei Spuren, ne? Ja, vielleicht 50%. Die mehr wird's nicht brauchen. Wird denn jetzt nicht zu einem Zufall machen, weil wir brauchen dann die Gäreste erstmal nicht mehr. Müssen wir hier drüben eigentlich düngen? Oder nee, das hat man glaube ich schon gemacht. Ne? Hier sind gerade 130 Kilo drauf. Das heißt doppelt so viel, wie wir brauchen. Wie viel haben wir hier jetzt eigentlich drauf? Hier ist es auch mit 110 Kilo relativ viel Stickstoff drin. So passt das erstmal, genau. Nächste Spur. Genau, und dann können wir jetzt hier, glaube ich, erstmal den Helfer nochmal anschmeißen. Nehmen ihn hier erstmal. Was machen wir mit dem Kalk? Parken wir den auch erstmal hier hinten oder stelle ich den vorne wieder in die Garage? Ich glaube, wir stellen ihn vorne rein. Da war er ja ganz gut aufgehoben. So, einmal hier durch. Ich überlege halt auch, ob ich die Ballen hier in das Ballenlager schaufeln soll. Na, ich glaube, die lassen wir jetzt einfach da draußen liegen. Die sind ja schon fertig. Alles, was neue Ballen angeht, werden wir dann, denke ich, einfach ins Lager schmeißen. Da haben wir dort vorne ein bisschen mehr Platz. Da hat auch jemand geschrieben, ich soll statt den Ballen dort dann eben, weil wir den Platz haben, dort dann die neue Agrarproduktion hinflacken. Das können wir uns mal angucken, ob das vom Platz her gut aussieht. Da überlege ich tatsächlich, ob wir das so machen sollen. So, was brauchen wir jetzt? Die Sämaschine, ne? Und die Sämaschine geht hier drüben rum, denke ich. Die können wir, wie gesagt, glaube ich, auch bloß mit dem großen nutzen, aber können sie zumindest mit ihm hier schon mal hinfahren. So, Sämaschine, 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 da ist sie. Hier liegt auch noch das andere Gewicht, sehr gut. So, und während wir hier fahren, gucken wir gleich nochmal ganz kurz rein. Also, wie war das jetzt? Seetechnik, genau, die braucht 300 PS, das geht nicht mit der kleinen. Was wir aber auf alle Fälle noch haben, ist die Walze und die läuft mit 60 PS. Das können wir problemlos mit dem Massey Ferguson machen. So, wo ist er? Da drüben ist das Güllefass. Heißt, ich würde hier mal ganz kurz ausladen.
dann wieder einmal im Tausch mit dem anderen. Zack. Ja, ich denke, Materialien sollte man eigentlich noch genügend drin haben. Genau, wir haben jetzt gesagt, wir gucken noch mal ganz kurz, ne? Wir haben Saatweizen gewählt. Das war der Plan. Wir könnten Gerste wählen. Gerste war aber, glaube ich, ging nicht, weil wir das erst vor zweimal hatten. Und da wären die Werte einfach nicht so gut. Deswegen machen wir es jetzt so, wie es jetzt hier ist. So wie es eingestellt ist, sieht es gut aus. Genau. Noch eine kleine Ecke rüber. So. Einmal bitte runter. Gucken wir nochmal ganz kurz. Müsste eigentlich alles soweit so eingestellt sein, dass es passt. Genau, und da seht ihr jetzt hier. Genau, wird einmal ausgesät. Sehr schön. Waren das 12 Meter? Oder waren das... Ne, das waren 12 Meter. Ne? Das war schon noch recht relativ groß, das Ding. Und der braucht auch relativ viel. Ne? Also wir müssten theoretisch zweimal mit dem Fass düngen. Also es ist schon gut, dass wir jetzt einmal noch komplett aufgedüngt haben. Sonst wird man hier beim Weizen hinten und vorne nicht hinkommen. Hier liegen auch noch ein paar Steine rum, sehe ich gerade. Eben, Vorgewände werden wir jetzt schnell selber machen. Dann schicken wir ihn nochmal in die Spur. Und dann nochmal die Walze drüber. So, hier einmal bitte... Ich bin mal gespannt, ob sich das jetzt hier ausgeht von der Spur halbwege. Wir könnten noch ein Stück rüber, das passt schon. Bin nicht ganz so nah am Rand. So. Und dann sollte das Feld eigentlich ganz gut aussehen. Ja, wir werden jetzt hier die eine Spur noch einmal durchziehen und sobald wir jetzt hinten einmal rum sind, gucken wir mal, wie die Werte ausschauen. Aber ich denke, das passt auf jeden Fall. Was sagt ein Kollege Precision Farming aktuell? 99, hier ist noch ein Punkt im Stickstoff. Liegt aber einfach, das kriegt man jetzt gleich noch schöner hin. Und hier, was fehlt denn da gerade? Bodenproben. Ich glaube, hier sind die Werte einfach veraltet. Kann das sein? Ja, da müsste man eigentlich nochmal neu ausmessen. Steht also auch noch auf dem Programm. So. Ja, ich denke, das können wir jetzt hier frei Schnauze rüberfahren. Die eine Spur. Ja, kriegt er ganz gut hin, genau. Dann müssen wir den Kleinen hier nochmal kurz beiseite schieben. Du nervst.
Genau, dann können wir hier mal gucken. Guckt euch das an. Perfekt, perfekt, perfekt. So wie das Feld sein soll mit 110% erwarteten Ertrag. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Wenn das dann einmal komplett fertig ist, dann haben wir hier auch den Stickstoffwert auf 100% und dann ist alles wieder schick. Alles im grünen Bereich. Ich glaube, wisst ihr was? Wir werden den jetzt hier selber kurz runternehmen. So, absenken. Einmal kurz ein bisschen grob die Spur finden. So. Und jetzt lass den Helfer hier rummähren. Und dann passt das schon. Genau. Und dann geht es jetzt noch einmal mit ihm hier zurück. Und dann werden wir direkt die Walze holen. Und dann sind wir auch schon durch, denke ich. Dann haben wir es geschafft. Knapp eine Stunde heute aufgezeichnet. Erste Folge nach der Urlaubspause. Ne? Können wir uns ruhig mal wieder krachen lassen. Nee, wie gesagt, ihr habt ja die Pause nicht gehabt, aber ihr habt jetzt, ich glaube, einen Tag, ich habe jetzt immer so einen Zweitagesrhythmus gehabt. Jetzt waren mal zwei Tage Pause, lag aber auch an dem kleinen, ja, ich würde sagen, Pioneers of Runia Let's Play, was ich dann eben jetzt ein bisschen zwischengeschoben habe und dem ich auch zumindest mal, ja, ein bisschen Freiraum auf dem Kanal schaffen wollte, weil es ist ja immer vor YouTube so, ne, immer wenn man ein neues Video veröffentlicht, dann wird das alte nicht mehr so interessant und prägnant ausgestrahlt. Ist auch okay, es kann ja nicht jedes Video gleichermaßen präsent beworben werden. Ne? So groß ist ja mein Kanal dann unterm Strich doch nicht. So, was wollten wir? Die Walze wollten holen, ne? Deswegen bin ich da völlig fein mit. Aber da kommt es dann halt auch mal dadurch zu so kleinen Lücken. So, Gewicht vorne dran. Walze, 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 Walze. Nee, nee, nee. Wo haben wir den stehen? Steht die vorn? Nee, hier ist sie. Guck mal. Die ist hier bei uns in der kleinen Garage. So. Einmal rum. Dann können wir den Kollegen direkt ausklappen und einmal direkt übers Feld mit drüber rattern. Ich denke, das soll sich gut ausgehen. Genau, und dann sieht das wieder richtig schön schick aus. Ja, die Ecke da, die werde ich dann nochmal nachziehen. Ja, ansonsten denke ich, das werde ich jetzt hier auf jeden Fall nochmal mit durchziehen, dass wir das Feld einmal fertig machen und dann gucken wir mal, wo wir uns in der nächsten Folge dann wieder treffen. Im Oktober wird ja auch auf jeden Fall wieder gemäht. Und hier muss auch noch ein bisschen was getan werden. Bäume aufforsten und so. Vielleicht machen wir das dann einfach noch in der nächsten Folge. Muss man mal schauen. Ansonsten, ja, ich danke euch natürlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss, tschüss.